Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Diesmal draußen in der Natur. Davon wird es einige mehr geben. Und speziell um das Thema: Ich bin nicht gut genug für den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin oder ich fühle mich nicht gut genug. Und deswegen die damit einhergehende Angst, dass du zum Beispiel irgendwelche Dinge brauchst. Du brauchst Geld, du brauchst Güter, du brauchst Reichtum, du brauchst vielleicht beruflichen bestimmten Standard und so weiter. Das sind ja alles so Glaubenssätze, die wir in uns tragen können und die dann ganz schnell dazu führen, dass wir mit der Angst durch die Rückeroberung gehen, für den Ex-Partner und die Ex-Partnerin nicht attraktiv genug zu sein oder nicht gut genug zu sein. Und wie du damit am besten umgehst und wie du diese Ängste in dir auflösen kannst, gerade wenn das so ein, wenn vielleicht beruflich was passiert ist, was die Trennung ausgelöst hat, wenn irgendetwas nicht gut funktioniert hat und du einen Job verloren hast, auch das kann eben dazu führen, oder finanzielle Notlagen sind und so weiter. Was da für dich wichtig ist im Umgang mit dir selbst, so wie du da eben das richtige Mindset für dich aufbauen kannst. Darüber möchte ich mit dir jetzt in diesem Video reden. Der erste ganz wichtige Punkt ist, dass du immer versuchen solltest, dir visuell vorzustellen, wie die Frau oder der Mann deines Lebens sein müsste, damit du wirklich bedingungslos glücklich sein kannst. Also wenn du bedingungslose Liebe gibst, in der Lage bist zu geben, dann ist die Erwartung auch, bedingungslos glücklich sein zu dürfen in einer Beziehung, nicht zu viel verlangt. Natürlich nicht in diesem Absolutismus. Es gibt auch Streits und sowas, das gehört alles dazu, aber das sind ja auch Dinge, die mitglücklich machen können. So, durch Streits wird eben viel gelöst, wird viel von Konflikten aufgelöst. So, was da für dich jetzt wichtig ist, wie du eben dahin kommst. So. Und das Erste, was du verstehen musst, ist, dass du anfangen musst, statt aus dem inneren Kind, die Angst, ich bin nicht gut genug und ich brauche das und das, gut genug zu sein, das kommt dann meistens aus dem inneren Kind, aus dem Elternhaus, die ganze Situation zu sehen aus dem Herzen heraus. So, sei nicht für den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin gut genug, sondern sei für dich selbst gut genug. Da musst du die Kraft tragen. Du musst in der Lage sein, dein inneres Kind, das jetzt diese Leere hat, das Gefühl braucht, ich muss gut genug sein, um den Ex-Partner zurückzubekommen, aufzulösen, indem du diesem inneren Kind bewusst machst, ich bin gut genug, weil ich mich oder das innere Kind gut genug finde. Du reichst mir aus, so wie du bist. So. Und das Unterbewusstsein kann nicht unterscheiden, ist das jetzt der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin oder bin ich das jetzt, der sich selber liebt. Das kann es nicht so, dazu ist es nicht in der Lage. Und das heißt, wenn du dir selbst in der Lage bist, diese Energie zu geben, ja, dann hast du auch eine unglaublich starke Chance, dass sich das irgendwann manifestiert in deinem Unterbewusstsein. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass du in der Lage bist, dir in diesen Situationen, in denen du dich nicht gut genug fühlst, weil vielleicht die Umstände das gerade nicht zulassen und du früher bestimmte Sachen hattest, mit denen du dich gut genug und glücklich gefühlt hast, du in der Lage bist, dir das komplett selbst zu geben, komplett selbst zu sein. Also du bist am Ende dir selbst gut genug, auch ohne Ex-Partner, ohne Ex-Partnerin. Und gerade eine Rückeroberung kann das eben dazu führen, zum Beispiel, das ist eine finanzielle Notlage, ja, und das zerstört einfach irgendwo was in deinem Ego. Und das nimmt dir Glück weg, und für die Rückeroberung wäre es aber wichtig, wenn ihr in Kontakt kommt, dass ihr euch beide halt, dass ihr wirklich eine gute Zeit miteinander verbringt. Dann würde das extrem im Weg stehen, wenn dich das, wenn diese Grundenergie dahinter wäre, dass du nicht gut genug bist und deswegen etwas zusätzlich bräuchtest, nicht den Ex-Partner, Ex-Partnern, um dich mit dir selbst gut genug zu fühlen. Und was du jetzt tun kannst und wie du es lösen kannst, ist eben innere Kindheilung. Dem Unterbewusstsein klar zu machen, dem Unterbewusstsein klar zu machen, ich bin so wie ich bin, gut genug, und liebes inneres Kind, du bist für mich gut genug und du brauchst nichts anderes, du brauchst kein Geld, du brauchst nicht irgendetwas, sondern nur mich, nur die Liebe von mir und nicht das, was hinter dieser Angst, nicht gut genug zu sein, steckt. Und wenn du eben auf dieser Grundlage in die Rückeroberung reingehst, hast du die Möglichkeit, erstmal solche Notsituationen abzudämpfen und zu reduzieren. Und genau das kann eben dazu beitragen,
dass dieses Kernproblem nicht weiter die Beziehung negativ beeinflusst. Ich sehe es halt ganz oft in meinen Coachings, dass ganz viele Leute das Problem haben, dass sie Angst haben oder dass das eine Situation so ist, dass die Rückeroberung theoretisch funktionieren könnte, aber der eigene Selbstwert komplett am Boden ist, weil im Außen irgendwas passiert ist. Gerade nach Scheidungen kann es manchmal sein, dass finanziell Riesenverluste entstehen oder vielleicht hat auch eine Firma pleite gegangen und das ist eben mit eingeflossen und so weiter. Es betrifft nicht jeden dieses Thema, aber viele oder einige. Und in dem Fall ist halt wirklich wichtig, sich selbst diese Liebe zu geben, die man sich an Bestätigung erhofft, indem man sich gut genug fühlt, dadurch, dass man jetzt im Außen, im Beruflichen beispielsweise oder im, keine Ahnung, in dem, was man eben braucht, um sich gut genug zu fühlen, sich das selber gibt, weil man das gerade nicht haben kann. Es muss ja nicht unbedingt eine Beziehung sein, oder muss ja auch nicht der Job sein, es können ja viele verschiedene Sachen sein. Und hier ist eben auch innere Kindarbeit ein ganz wichtiger Schlüssel, der dazu führt, dass du dich wieder besser mit dir fühlst. Also geh wirklich in diese Ängste rein, die du spürst, ja, in dir, was du jetzt gerade brauchst, um dich gut genug zu fühlen. Vielleicht Geld, vielleicht ein dickeres Auto, eine eigene Wohnung, mehr Unabhängigkeit, andere Frauen, andere Männer, die dir die Bestätigung geben. Und gib diese Bestätigung ganz bewusst dir selbst und deinem inneren Kind und mach das wirklich immer dann, wenn du dieses nicht gut genug in dir spürst. Und ich verspreche dir, dass die Chance darauf steigt, dass der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin oder dass zwischen euch beiden diese Negativenergie nicht mit reinfließt. Denn am Ende ist es nicht das, vielleicht das Geld oder wie soll ich das beschreiben? Am Ende ist es immer ein emotionaler Zustand, in dem du bist, der die Anziehung auslöst. Und der wird bei dir ausgelöst dadurch, dass du bestimmte Sachen hast, die dich gut genug fühlen lassen. Und jetzt in deiner Situation beispielsweise sind diese Sachen nicht da. Und dann denkt man oft, ich bräuchte das und das und das, um wieder attraktiver zu sein, weil ich mich mit mir selbst dann wieder attraktiver finde. Und das ist halt kompletter Unsinn. Die Wahrheit ist, dass du, sobald du in der Lage bist, dir selbst das zu geben, das auch ausstrahlst, ohne dass du in einer Abhängigkeit bist. Und dieses Ausstrahlen, alleine darum geht's. Ein Mann, der selbstbewusst ist, oder eine Frau, die selbstbewusst ist, unabhängig ist, vielleicht kein Geld hat und nicht reich ist oder ähnliches, hat trotzdem noch dieselben Chancen, wenn es sich nicht um toxische Menschen handelt, aber im Regelfall dieselben Chancen, wie als wenn da jetzt zum Beispiel beruflicher Erfolg dahinter wäre oder andere Sachen, vielleicht ein trainierter Körper oder was auch immer du denkst, was du brauchst, wo du Bestätigung für mehr Selbstliebe holst. So. Das heißt, je mehr du diese Abhängigkeiten reduzieren kannst, die du brauchst, um dich mehr zu lieben und mehr an deiner Selbstliebe anzunehmen. Je mehr du in der Lage bist, diese zu reduzieren, desto eher bist du auch in der Lage, vor dem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin immer attraktiver zu sein. So, weil du immer unabhängiger bist. So, am Ende ist es ja so, wir brauchen irgendetwas, ja, um uns mit uns selbst besser zu fühlen bzw. glücklicher zu fühlen. So. Und Glück ist gleichzeitig das, was, wenn du es ausstrahlst, eine unglaublich starke Anziehung auf den Ex-Partner oder auf die Ex-Partnerin auslösen kann. So. Und je weniger du davon im Außen brauchst, desto eher wird es so sein, dass du es mit dem Ex-Partner oder Ex-Partnerin jederzeit haben kannst, ganz egal, ob du gerade in irgendeiner Krise steckst, die eben dein Selbstwert oder dein, dann, wenn ich das habe, bin ich gut genug für mich, reduziert. Oh, jetzt wäre das Handy fast untergefallen. Also, was ich dir halt empfehlen kann, ist, mach wirklich den Test aus der Videobeschreibung. Wenn du in so einer Situation steckst, dann kann ich mir individuell deine Situation anschauen und dir nochmal besser weiterhelfen. Und ansonsten, wenn du Fragen hast, bin ich gerne für dich da und gerne für dich verfügbar. Ich hoffe, du konntest von diesem Video ein bisschen was mitnehmen. Und dann bis später. Ciao.